So, Freunde, ich nehme jetzt mal Stellung zu diesem Video, was auf YouTube hochgeladen wurde, in der ein Journalist namens Ilan Joshkun und ein sehr mysteriöser Hacker durch die Blume behaupten, meine Künstler Mero und Seruel Mero und mein Label Roofdeck Tracks würden Charts manipulieren, Fake Views kaufen, Fake Streams kaufen, bla 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 bla. Freunde, akzeptiert eine Sache. Mero hat alles rasiert, wird, so Gott will, weiter rasieren. Seruel Mero rasiert gerade alles. Und es wurde noch nie von uns für irgendeine Single oder Video von Mero oder irgendeine Single und Video von Seruel Mero Fake Views oder Fake Streams gekauft. Wenn das jemand beweisen kann, soll er bitte hervortreten. In dieser Dokumentation wird gar nichts bewiesen, nichts. Es wird nur durch die Blume irgendwas erzählt, aber es wird nichts bewiesen. Nicht nur das, in dieser Dokumentation wurde versucht, das Gleiche dann zu machen, und zwar in die Charts zu kommen, aber mit Fake Views oder Fake Streams, aber das hat nicht geklappt. Es wurden 100.000 Streams generiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus der Doku. Und diese 100.000 Streams, wir haben heute, mein Label hat heute mit der GfK und mit dem Bundesverband für Medien gesprochen, mit dem Bundesverband für Musikindustrie gesprochen. Diese 100.000 Streams wurden als 6.000 Streams gewertet, weil da eine Auffälligkeit festgestellt wurde. Ich möchte jetzt so auf ein paar Punkte hier eingehen und ein paar Sachen klarstellen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass einige Rapper da draußen, mit denen ich eigentlich gut bin, so, also ich bin denen gut gesonnen, so, ich feiere auch die Musik, und auch ein paar andere Industrieleute sich gerade voll gefreut haben, so, ja, jetzt ist es endlich raus. Ein Jan Delay, ein Sammy Deluxe, ein Flair, so, ja, jetzt ist es raus und das ist die Wahrheit. Und guck mal, Freunde, an alle Rapper da draußen und alle Leute aus der Musikindustrie, die das anscheinend sehr stört, dass hier so ein großer Erfolg gefeiert wird und so große Stream- und Viewzahlen entstehen. Ich möchte euch eins sagen, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Ihr habt vielleicht weniger Streams, bei euch geht's halt nicht so ab. In der Streaming-Welt, wie bei den Künstlern. Aber seid trotzdem zufrieden. Ich bin selber ein Künstler, bei dem Streaming jetzt nicht voll durch die Decke geht, wie bei Mero. Aber trotzdem, ich bin zufrieden. Ich bin halt von einer anderen Generation. Das ist die neue Generation. Das ist die neue Ära. Seruel Mero. Mero. Auch ein Ferro, der gar nicht bei uns im Label ist. Aber das ist die gleiche Ära. Diese neue Generation macht zum ersten Mal für Deutschrap hat dafür gesorgt, dass Deutschrap zum ersten Mal einen eigenen Style hat. Bis jetzt war es immer Ami-Rap oder französischer Rap oder holländischer Rap oder was weiß ich für latinoamerikanischer Rap, der hier irgendwie adaptiert wurde. Ich gehöre auch dazu. Also ich verurteile keinen, der das gemacht hat. Ich habe selber Boom-Bap und so gemacht. Ich mache diesen Style und so. Alles gut. Aber diese neue Generation hat hier einen eigenen Style. Orientalisch klingende Hooks, türkische Elemente, türkische, kurdische, arabische, the double time raps, schnelle Raps, abgehende Raps. Das ist ein neuer Style, das ist eine neue Generation. Und diese Generation hat Erfolg. Sie findet Anklang bei der Jugend. Das ist so. Jeder, der Neffen, kleinere Brüder, kleine, jüngere Menschen in seiner Familie hat, weiß, dass die alle Fans von Mero, Seruel Mero, Capital, Ferro sind. Das ist die neue Ära. Wir sollten das akzeptieren. Und das möchte ich euch Rappern, die anscheinend ein bisschen unzufrieden sind, auch nahelegen. Des Weiteren möchte ich ein paar andere Punkte noch besprechen, hier in dem Statement. Und zwar wurde in der Doku wurden Sachen erzählt. Also in der Doku wurde erzählt, dass Seruel Mero mit seinem Video ohne Sinn, also das wurde angekündigt, ey, das wird jetzt rauskommen und guck mal, es wird voll abgehen. Wie magisch, so vom magischer Hand, und da wurde wieder durch die Blume versucht, zu erklären, dass das manipuliert sei von uns. Seruel Mero hatte nach einem Tag auf seinem Video ohne Sinn 250.000 Klicks. Diese Dokumentation von Ilhan Joshkun
hat nach einem Tag 350.000 Klicks. Also heißt das jetzt automatisch, dass das gefaked ist und dass da manipuliert wurde oder wie ist das? Noch dazu möchte ich sagen, guck mal, 250.000 Klicks nach einem Tag ist zwar immer noch mehr als Flair und Samy Deluxe und Jan Delay zusammen, ne? Ey, gar kein Hate, ist einfach Realität. Aber es ist jetzt für unsere Verhältnisse auch nicht so die größte Explosion. Serial Mero geht gut durch die Decke, wir sind auch zufrieden, wir sind dankbar, Gott sei Dank läuft das so und wir bauen weiter auf. Aber das ist jetzt nicht die größte Explosion aller Zeiten, so wie ihr das darstellt. Es sind 250.000 Klicks nach einem Tag. Ich meine, Sambra, Kapi machen das jede Woche so. Das 3-, 4-, 5-fache so. Und wir haten die nicht dafür. Wir sagen da nicht, ey, Sambra, ey, Kapi, ey, das ist auf jeden Fall gefaked und so. Das zu dem Thema, was in der Doku besprochen wurde. Das nächste Thema, ich guck mal hier kurz auf meine Liste, weil das sind wirklich sehr viele Punkte. Und zwar genau. Ey, in der Doku, ey, Maestro sitzt da vorne, ey, Sand, Bruder. Okay, in der Doku ist dieser Bondage-Fetisch-gestylte Hacker und dieser Ilhan Joshkun, die dann da sitzen und sagen, ey, guck mal, was fällt voll auf bei Meros Spotify-Profil? Seine Songs sind alle zwischen 2 und 3 Minuten und das ist damals nicht so gewesen. Und was denkst du, warum die das machen? Guck mal, Freunde, jeder, der sich mit Musik ein bisschen auskennt, mit Rap-Musik und der so ein bisschen aus dem Game ist oder das Game kennt, weiß, dass man damals 3-16er gekickt hat und einen Hook. Und heutzutage kickt man 2-12er und einen Hook und vielleicht noch eine B-Hook, eine Bridge. Das war's. Songs sind einfach kürzer. Es ist einfach so. Es ist 2019. Wir haben nicht mehr 1993. Samy Deluxe akzeptiert das, Freunde, so, ey, no hate, so. Alles gut. Aber es ist einfach so. Songs sind kürzer und macht daraus jetzt keinen Film. Guck mal, die Songs sind kurz. Deswegen wird manipuliert. Das zu dem Thema. Genau. Die GfK, genau, es werden 100.000 Streams werden in dieser Doku gefaked. Dieser Ilhan Joshkun rappt da irgendeinen Song, macht jetzt sich über Autotune lustig und über Namen, die irgendwie ein Error drin haben, indem er sich Error nennt. Hahaha, voll lustig. Auf jeden Fall faken er und der Bondage-Hacker faken 100.000 Streams. Ich habe heute von meinem Label mitbekommen, mein Label hat mit der GfK und dem Bundesverband für Musikindustrie gesprochen. Diese 100.000 Streams wurden als 6.000 gewertet, weil das zu viel war. Also nicht, weil es zu viel war, sondern weil es unregelmäßig war. Da war auf jeden Fall irgendwas, dass sie es nur als 6.000 gewertet haben. Und anscheinend schaffen die es nicht, schafft der Bondage-Hacker und Ilhan Joshkun zusammen, schaffen es anscheinend nicht, in die Charts zu kommen, um 50 Millionen Streams zu machen mit Manipulation. Nochmal so ein Ding, was zeigt, dass diese Doku komplett haltlos und sinnlos ist. Klar, es ist nur, jeder kann irgendwie mit so tiefen Tönen so Großfamilienclans, Geldwäsche, hier werden Fakes gestreamt, Streams gefaked und so bla bla. Klar, man kann das so, es wird so dargestellt in dieser Doku, dass die Zuschauer für dumm verkauft werden, was ich sehr schade finde. Es ist Bullshit. Es ist komplett Bullshit. Ich gehe mal zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist auf jeden Fall, es ist eine große Ungerechtigkeit, was hier passiert. Und zwar wird einem Cero El Mero und einem Mero, die mit Schweiß und Tränen all das aufgebaut haben, auch ein Ferro, der jetzt nicht bei unserem Label ist, aber trotzdem auch bei ihm, es wird allen unterstellt, dass das Fake ist. Das heißt, all diese ganze Community, die sich aufgebaut haben, all diese Fans, die komplett hier hinter ihren Künstlern stellen, werden als Fake dargestellt, werden als nicht existierend dargestellt. Alles, was die Künstler an Musik rausgebracht haben, wird als wertlos abgestempelt. So Samy Deluxe, Jan Delay, Flair, wer auch immer, die sich da noch freut und so. Ey, wie könnt ihr das machen so? Das sind junge Leute von der Straße, die einfach ihr Ding machen und damit Erfolg haben. So, warum akzeptiert ihr das nicht? Akzeptiert es einfach. Ich meine, ich bin wie ihr so, was Streams und so angeht. Bei mir geht jetzt nicht so voll die Post ab. Ich habe keine 50 Millionen Streams, aber
so fühlt das doch ein bisschen mit, so versteht doch, so akzeptiert das, gönnt einfach ein bisschen. Es ist sehr schade, dass das so aufgefasst wird. Es ist sehr schade, dass der Erfolg von den jungen Kids so viele Leute stört im Rap-Game und in der Industrie. Ich finde aber, wir sollten was dagegen tun. Deswegen appelliere ich an alle Fans von Cero El Mero, von Mero, von Ferro, von Capital Bra, von Samra, weil die Namen sind jetzt auch im Hintergrund öfter gefallen. Ich appelliere an alle Fans da draußen, wir lassen das nicht mit uns machen. Lasst uns auf jeden Post, auf jede Aktion von diesen Leuten, die gegen diese neue diese Bewegung, die gegen diese Bewegung der neuen Generation, dieser neuen Ära sind, lasst uns kommentieren. Hashtag mach kein Auge. Hashtag mach kein Auge bei Sammy Deluxe. Hashtag mach kein Auge bei Yandelay. Hashtag mach kein Auge bei Flair. Hashtag mach kein Auge bei all diesen Leuten, die gegen Cero El Mero, Mero, Ferro und alle anderen erfolgreichen jungen Künstler sind. Zum Abschluss möchte ich auch noch eine Sache sagen und auch anbieten. Und zwar Ilhan Joshkun und der Bondage-Hacker, von dem ich immer noch ausgehe, dass das komplett fake ist, der ist nicht mal ein Hacker. Ich möchte euch anbieten, kommt nach Köln, ich lade euch ein. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein guter Gastgeber. Kommt nach Köln, ich lade euch ein. Wir setzen uns an den Tisch, wir legen ein Handy hin, machen Livestream an, Instagram, YouTube, was auch immer. Von mir aus alles gleichzeitig, wir machen es an. Ihr legt mir Beweise auf den Tisch, ihr stellt Fragen, wir beantworten. Jeder in diesem Land, der auch nur ein Fake View oder Fake Stream beweisen kann von einem Song von Mero oder von Cero El Mero, den wir manipuliert haben sollen, soll hervortreten. Alle sind herzlich eingeladen, vor allem Ilhan Joshkun und der Bondage Hacker. Kommt hier hin, wir setzen uns hin und zeigen der Welt, was die wirkliche Wahrheit ist. In diesem Sinne, meine Freunde, auf weitere gute Musik, auf dass wir immer die nächste Generation respektieren, auf dass wir immer den nächsten Sound respektieren, denn davon lebt Hip-Hop, denn das ist Hip-Hop. Assalamu alaikum.